Das ist mir jetzt egal, darauf gehe ich jetzt auch nicht weiter ein. Dann wird sich wieder nur mehr aufgeregt und... Alter, wie viel Holz ich einfach nur brauche. Ich schaffe hier mit einem Stick gerade mal 2 Reihen. Knapp. Das sind ja immer noch 23 Blöcke, die ich pro Reihe setzen muss. Das ist ein bisschen übertrieben. Fällt mir aber jetzt auf, beim Creative Mode gibt es ja keine Holzsorgen. Wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat. Denn der Creative Mode, da hat man ja... Soll ich das mal... Nee, Creative Mode jetzt hier, das wäre ein bisschen mies. Naja, das finde ich echt mies. So, das ist für mich richtiges Geschiete. So, wenn ich hier ein Haus aus Creative Mode baue und nicht, wenn ich mir mal ein Item, was ich verloren habe, irgendwie wieder dazu schiete. Alter! Das hat nicht mal gereicht! Oh mein Gott! Wie mies. So, 25 sind ja eigentlich nur noch 23. Okay, 23, also 22, doch 2 sind 11. Also, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habe ich die Fackel hier wenigstens richtig gesetzt? Nein, die habe ich einen Block daneben gesetzt. Ich habe heute kein gutes Augenmaß, merke ich. Hier brauche ich den Holzblock. Alter, wie wenig Holz ich jetzt mittlerweile einfach wieder habe. Da hätten nicht alles Birken sein sollen. Jetzt werde ich mir dann, denke ich, glaube ich, doch noch eine kurze Holzplantage so einrichten. Das hatte ich eigentlich gehofft zu vermeiden, durch das ganze Befreiung, also Holz wegmacht Zeug da, aber werde ich doch wohl noch machen müssen. Aber gut, ich meine, das geht ja mit dem neuen Mod eigentlich relativ schnell. So, und hier sollte ich aufpassen, dass keine Monster spawnen, weil das wäre nicht so angenehm, wenn wir dann hier einfach überfallen werden von so ein paar Monsters. Und jetzt mache ich die ganze Erde wieder weg. Übrigens, das Haus in der Creative Welt ist nur vom Aufbau her fertig, noch nicht von der Inneneinrichtung und sowas. Also Böden fehlen, hier unten der Boden fehlt. Also das wird ja hier nicht Erde bleiben, sondern kommt anderer Boden rein, das fehlt und ja. Ich kann es euch mal zeigen, wenn es gewünscht ist. Och, ich sollte mal wieder schlafen gehen. Oh, Alter, warum brauche ich eigentlich so viel Materialien dafür? Mann, ich will das jetzt fertig haben. Das ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Findet ihr das zu, das ist zu beengt? Finde ich jetzt nicht, wenn dann hier so ein Haus steht und das geht. Ich habe nur 16 Holz. Geil. Aber hier habe ich ja noch 48. Gut. Und hier habe ich noch 8 Knochen. 8 mal 2 kommen da raus. Nein, 3 sind 24. Okay. Also 24 Holzblöcke. Rohholzblöcke kriege ich raus. Oh, über 80 Holzblöcke kriege ich wieder. Ist ja schön. Das ist noch nicht mal ein Stack. Na doch. Müssen hier 64 ein Stack. Aber naja. Ich werde extra große Bäume pflanzen lassen. Ja, sowas genau nicht. Sowas schon eher. Nee, sowas auch nicht. So. Ist das Baumknäuel jetzt da groß genug? Ja, ist es groß genug, würde ich schon fast behaupten. Ach, es kann gar nicht mehr wachsen hier. Naja, dann haue ich jetzt hier erstmal die Bäume weg. Es geht ja hier eigentlich relativ schnell mit dem Mod. Ich kriege dann auch immer neue Saplings dazu, was ich richtig geil finde. So, jetzt bin ich gespannt. Haut ihr die alle auf einmal ab? Geil.
Das hat's gebracht. Das ist noch nicht mal eins der Calls. Doch, insgesamt schon. Komm, komm. So. Boah, wie klein. Das ist ja jetzt aber nicht so schön groß wie gerade. Gerade war es schön groß. Richtig schön groß. Ja, genau sowas da wollte ich. So. Komme ich da hinten mal hin? Ja. Kam ich sogar, geil. Jetzt brauche ich nur noch ein Knochenmehl. Ein Knochenmehl, um alle auf einmal zu holzen, was ich auch gerne tun würde. Habe ich vielleicht noch drüben im Baumhaus was? Oder könnte sogar sein. Da müsste ich jetzt aber wieder rausgehen. Obwohl, das ist mir jetzt egal. Da setze ich jetzt einfach einen Holzblock rein und dann besteht da die Verbindung oder zwei. Mir aus. Dann sollte ich mit einem Abschlagen alles wegkriegen. Ich lege das vorerst mal. Wisst ihr was? Nee, wie ging das so? Nee, will ich gar nicht. Ich hau das jetzt hier alles raus. So. Die Musik kenne ich auch noch aus dem Musikfilm. Für Musik, also bei uns in der Schule hatten wir mal einen Musikfilm drehen müssen und da haben wir die verwendet. Ich, der Guden und noch ein anderer, der dabei war. Da hat der Guden mich gerade hingeworfen. Mich abgestochen daraufhin. Ja, ich war der Böse und Guden war der Gute. Und Guten hat mich da echt hingeworfen. Der hat danach mein Kreuz wehgetan. Ein Steak Holz, geil. Ich habe mir dieses Liedstück noch nie komplett ganz angehört. Cool. Ich esse jetzt noch mal ein paar Äpfel. So, lecker Äpfels. Geil. Und jetzt sollte ich allerdings dieses komische Holzdach hier fertig kriegen. Danach werde ich dann auch, denke ich mal, die Aufnahme beenden hier. Dann könnte ich vielleicht nochmal ein paar Themen aus AT Wheels of Steel Extreme Trucker ansprechen. Wenn es denn jemanden danach geliebt. Den einen Holzblock da, den lasse ich da jetzt mal. Ich denke mal, wir werden das doch noch schaffen. Ich bin gerade froh, dass ich in dem Haus kein Rohholz verarbeitet habe, sondern nur bereits verarbeitetes Holz. Das wäre etwas krass, wenn da jetzt nur Rohholz drin wäre. Da fehlen Leitern. Leitern fehlen. Was wollte ich? Fackeln, genau. Habe ich noch welche in Ausrüstung? Nein, werde ich wohl welche machen müssen. Bam, bam. Okay, Leitern, das muss ich mir für nächste Aufnahme noch merken. Da kann ich dann auch mal was anderes machen, außer an diesem Haus hier rumbauen. Da hinten muss ich jetzt Fackeln hinsetzen, aber vorher nochmal hier in die Ecken rein. Vorher, also da hinten, da war ich nämlich näher dran. Einfach aus spawntechnischen Gründen. Obwohl,
Spawn heißt ja eigentlich Leichen. Ich weiß nicht, ob so ein Creeper leicht, also so Eier legt wie so ein Frosch. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Müsste man mal im Minecraft-Wiki nachschlagen. Steht bestimmt einiges über die Spezies Creeper drin. War zumindest früher immer auf GDpedia so. Run and... Das GDpedia ist so eine Seite für Star Wars Fans, also nee, nicht für Star Wars Fans, sondern für Star Wars, doch für Star Wars Fans, die keine Ahnung von dem haben, was sie da reden. Und ja, da habe ich mir mein ganzes Wissen über Star Wars eigentlich mit angelesen. Ich habe hier auch noch einige Star Wars Lexikons rumliegen. Ja, es gibt Star Wars Lexikons. Ich werde jetzt hier auch eine Ebene draufsetzen und dann werde ich da mit der Aufnahme auch mal wieder Schluss machen. Denn ich muss gleich noch 18 Wheels of Steel Extreme Trucker aufnehmen. Wir haben jetzt schon mittlerweile fast 18 Uhr und es ist draußen noch hell und die Sommerferien haben begonnen. Und ich sitze auf meinem neuen geilen Schreibtischstuhl, der zu meinem USB-Stick passt. Ach, übrigens auch zu meinem G35. Das hatte ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Also Feng Shui technisch, ne? Habe ich ja schon mal gesagt, aber ich sagte ja, da war kein Problem. Aber jetzt du, ich bin hier quasi vor jeder Krankheit geschützt. Passt zwar nicht ganz so gut zu meinem Rechner, der ist nämlich blau-schwarz und mein neuer ist rot-schwarz, also mein Stuhl ist rot-schwarz, das G35 ist rot-schwarz und der USB-Stick ist rot-schwarz, aber schwarz wenigstens. Ich habe ja generell sehr viel schwarz. Meine Tastatur ist ja auch rot-schwarz. Was mache ich? Ich habe auf die Tastatur geguckt, mein Mauspad übrigens auch. So, und dann verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Part. Tschüss!